bin Astrid Schurey. Ich bin Jakob Vicari. Und zusammen sind wir Tactile News aus Lüneburg. Wir bringen Nachrichten auf Spielzeuge. Hier stehen wir in der Werkstatt für neuen Journalismus. Man kann hier alle möglichen Maschinen bedienen. Jakob und ich haben für euch auch eine Maschine bedient oder entwickelt. Und zwar eine Audio-Zaubermaschine. Und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Unser Content-Management-System heißt Space Muffin und das befördert eure Texte rasant ins Audio-Weltall. Dazu müsst ihr einfach nur eine Vorlage kopieren aus Word, PDF oder InDesign und schon geht's an die Arbeitsoberfläche. Sprecher auswählen, Sounds hinzufügen, einmal überprüfen, ob's passt und abschicken an Tactile News. Unsere Sprecherplattform macht den Rest für euch. Mit unserer Zaubermaschine Space Muffin erstellen wir Inhalte für Dinge, zum Beispiel Spielzeugfiguren. Und einer unserer Prototypen entsteht gerade hier im 3D-Druck. Ihr wollt auch an die Werkbank für den Journalismus der Dinge? Dann meldet euch bei uns. Tactile News. Wir machen aus Projekten Realität und freuen uns auf euren Kontakt.